Wer möchte nicht gleich zum Saisonstart mit dem Driver 30 Meter länger sein? In dem heutigen Video habe ich für dich drei Tipps, wobei jeder einzelne dir 10 Meter bringen soll. Und bleib dran bis zum Schluss, denn im Bonus hinten habe ich dann noch einen Tipp, der dir auch weitere Längen bringt. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub in St. Florian in Österreich, wo ich Einzelstunden und Kurse abhalte. Endlich ist wieder Golfsaison und wir können den Schläger schwingen und wir dürfen wieder endlich auf die Runde. Ich bin gerade dabei, die Workshops und Kurse für das Jahr 2021 fertig zu planen. Und ich bin darauf gekommen, dass neben den Aimpoint Grünlesekursen im vergangenen Jahr der Driver-Workshop der absolut beliebteste Kurs bei mir hier im Golfclub Linz war. Nachdem es ja noch ein bisschen dauert, bis es jetzt wirklich losgeht, habe ich mir gedacht, gebe ich dir heute ein paar Tipps mit dem Driver, dass wir sozusagen die Zeit ein wenig überbrücken können. Außerdem bin ich noch komplett motiviert deswegen, weil ich ja vor kurzem mit Martin Borgmeier, mit dem bekannten Longdriver, eine Clubhouse-Session hatte, wo wir über Longdriven und mehr gesprochen haben. Und ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß bei diesem Video. Kommen wir zum ersten Tipp, wie du gleich einmal 10 Meter einfach so abholst. Es geht ja um den Abflugwinkel des Balles. Ich sehe immer wieder, dass Golfer den Ball viel zu flach starten mit dem Driver. Und das Problem ist, dass dadurch der Ball nicht weit genug fliegt. Du kannst dir das vorstellen wie mit einem Gartenschlauch. Stell dir vor, das ist jetzt kein Golfschläger, sondern das ist ein Gartenschlauch und es kommt hier Wasser raus. Ich gebe einen gewissen Wasserdruck dazu und jetzt kommt der Strahl raus und der fliegt jetzt hier weg. Wenn ich jetzt zu niedrig werde, dann stürzt der Strahl ab. Und wenn ich zu hoch werde, dann geht er zu hoch und stürzt auch zu früh ab. Es gibt einen ganz optimalen Abflugwinkel, wie du den Schlauch halten musst, damit der Ball optimal oder das Wasser optimal weit fliegt. Und genau um das geht's. Die meisten Golfer haben eben das Problem, dass der Schlauch oft zu niedrig gehalten wird, sprichwörtlich gesagt, und das wollen wir ändern. Bei meinen Driver-Workshops sehe ich da immer wieder denselben Fehler. Und zwar, die meisten Golfer verstehen ja, dass der Ball im Setup ja mehr vom linken Fuß gespielt wird. Das dürfte schon bei den meisten durchgekommen sein. Aber das Problem ist, dass ich sehe, dass sie dann Folgendes machen. Sie stellen sich hin und langen mit dem ganzen Oberkörper dann zu dem Ball hin, der links liegt. Das heißt, sie sind jetzt mit dem Oberkörper nicht in einer Position, der immer noch gerade ist, sondern sie gehen in diese Richtung, dass der Oberkörper nach links zeigt. Einfach deswegen, weil sie es gewohnt sind vom Eisenschlag, ja, wo der Ball ja etwas mehr in der Mitte liegt, dass der Körper gegenüber ausgerichtet ist. Jetzt, wo der Driver weiter links ist, beginnen sie dann den Körper eben weiter nach links auszurichten und das bewirkt jetzt Folgendes. Erstens einmal kommt der Schläger mehr von oben auf den Ball, das heißt der Eintreffwinkel ist steil, was einmal den Ballflug flacher macht. Und das zweite Problem ist, dass du dann auch tendierst, den Schläger eher von der Außenseite, von außen nach innen an den Ball zu schwingen und dann kommt auch noch der Slice hinzu. Ich habe jetzt einen Trick für dich, wie du zwei Fliegen mit einer Klappe erwischt. Und zwar, wir werden jetzt den Eintreffwinkel verbessern und auch den Schwungpfad mit dieser tollen Übung. Ich sage immer zu meinen Schülern in den Kursen, sie sollen sich vorstellen, dass der Ball hier links eigentlich hier weiter rechts liegt, also dort, wo er beim Eisen normalerweise wäre. Wenn man sich das dann so vorstellt, dass jetzt der Ball jetzt hier ist, stellt man sich dann normalerweise ja, gewohnt hin mit den Schultern, mit dem Stand, parallel zur Ballziellinie. Das mache ich jetzt hier mal mit einem Tee. Ich stecke ein Tee hinein und da kann man sich diesen imaginären Ball hier ganz toll vorstellen. Ja? So, wenn ich jetzt hier stehe, habe ich jetzt meine ganze Ausrichtung perfekt und jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass ich diesen Ball treffe und der Schläger jetzt aufwärts zum zweiten Ball geht. Also ich treffe den Ball in der Aufwärtsbewegung. Ich habe jetzt gar kein Bedürfnis mehr, dass ich jetzt so mache, ja? Sondern ich bin hier, ich schlage ja geistig diesen Ball hier und schlage jetzt aufwärts zum Ball und das bewirkt jetzt erstens, dass der Ball höher starten wird, denk bitte an den Gartenschlauch, und zweitens, dass jetzt auch die Schwungbahn etwas mehr von der Innenseite kommen wird, weil du mit dem ganzen Körper nicht so stark nach links ausgerichtet bist. Das heißt, da kannst du dich dann ruhig dann hinstellen, ins Setup und ein paar Mal einen Schwung machen, wo du das richtig hier vorstellst, wie du so zum Ball kommst und dann kannst du auch ruhig einmal den Ball auch schlagen von der Position. Das heißt, du gehst wirklich diese 10, 15 cm hinter den Ball und schlagst einmal ein paar Bälle. Und du wirst vielleicht dann bemerken,
dass das gar nicht so wichtig ist, dass der Schlägerkopf eben direkt beim Ball ist, sondern viele meiner Schüler haben bemerkt, wenn sie den Schlägerkopf eben versetzt haben im Setup, dass es ihnen wesentlich leichter fällt, den Ball länger und konstanter zu schlagen. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Hier holst du dir noch einmal 10 Meter ganz locker ab. Und zwar, es geht jetzt hier um den Treffmoment. Und zwar, es geht darum, wo ich den Ball auf der Schlagfläche treffe. Es ist ja so, dass die meisten Golfer, mit denen ich bei meinen Dreifachkursen zu tun habe, den Ball eher weiter unten treffen, also unterhalb des Äquators. Du siehst, ich habe mit einem Kreidenstift, ja, mit diesem hier, habe ich dir vorher eine Linie raufgemalt und habe quasi den Schläger halbiert. Und das würde man bei vielen Golfern Abdrücke sehen, wenn man dann hier nach ein paar Schlägen drauf schaut. Ich habe dir vorher erzählt von dem Abflugwinkel, dass es wichtig ist, dass der Ball nicht zu flach startet. Und es ist so, wenn du den Ball hier unten triffst, ja, dann ist der Schwerpunkt des Schlägers weiter oben und dadurch verformt sich der Schläger in diese Richtung. Und dadurch wird der Loft reduziert und der Ball startet flach. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Abgesehen davon, dass es einen physikalischen Effekt gibt, der auch eine Menge Energie kostet. Wenn du aber den Ball eher weiter oben triffst, ich sage nicht ganz oben, bitte, wir wollen keine Kerze schlagen, aber wenn du eher weiter oben triffst, ist es andersrum, da wird der Loft etwas mehr durch die Kollision und der Abflugwinkel wird etwas höher und es wird dann häufig auch der Rückwärtsstrahl dadurch ein bisschen reduziert und das ist dann oft so ein Schlag, der richtig heiß von der Schlagfläche geht, also gar nicht so übel. Die längsten Bälle sind eigentlich die, die so ein klein wenig oberhalb der Mitte getroffen werden. Jetzt habe ich dann immer eine nette Übung für meine Schüler, auch bei den Kursen. Und zwar, ich lasse sie die Schlagfläche so hier mit so einem Stift eben anmalen und bitte sie in erster Linie, dass sie mal versuchen, sich vorzustellen, dass es hier keine Schlagfläche gibt. Sie versuchen quasi alle Bälle ja, hier zu treffen. Vielleicht, dass man hier leicht anreißt, die weiße Linie, aber wirklich, wir wollen die weiße Linie hier quasi respektieren, dass wir hier nicht runterkommen. Und nur mal schauen, dass man Kontakte oberhalb der Mitte oder in der Mitte des Schlägerkopfes hat. Und dann in zweiter Instanz schaut man dann natürlich, dass man dann auch mehr in die Mitte kommt. Also nicht hier und nicht hier, sondern mehr in die Mitte kommt. Die schlechteste Stelle, wo du einen Golfball treffen kannst übrigens, ist diese hier, innen, unten. Und mit solchen Kreidenstifts kannst du dich eben dann super kontrollieren und kannst dann ein Feedback holen und kannst dann versuchen, eine Veränderung herbeizuführen. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Wo du dir einfach so noch einmal 10 Meter abholen kannst. Ich sehe wirklich fast jeden Tag in meinem Golfunterricht das Problem bei den meisten Golfern, dass sie ihr ganzes Gewicht auf den rechten Fuß legen, auch somit auch ihren Druck, und nie wieder oder viel zu spät ihren Druck wieder auf die linke Seite bekommen. Eines der absolut wesentlichen Sachen für mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, um den Schwungpfad gut zu kontrollieren, um die Schlagfläche gut zu kontrollieren, ist es, dass man in einem Golfschwung früh genug den Druck auf dem linken Fuß hat. Das hat mechanische Vorteile, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will, aber du wirst auf keinen Fall Ende Aufschwung noch das ganze Gewicht, den ganzen Druck am rechten Fuß haben. So, und meiner Meinung nach ist eines der größten Probleme, warum das passiert, weil viele Golfer versuchen, den Schläger langsam und bedächtig wegzunehmen. So auf die Art, bloß keine Fehler machen, ich mache das ganz, ganz langsam. Golfer, die weite Bälle schlagen, Profigolfer auch, die haben einen, ja, ich würde sagen, einen sportlich agilen Aufschwung, vor allem hier in der ersten Phase. Die gehen nicht langsam weg, ja, die gehen hier sportlich weg, ziemlich aktiv. Und das hilft ihnen, dass der Körper gute Reaktionen erzeugen muss. Und zwar, wenn ich jetzt hier schnell weggehe, dann muss mein rechter Fuß ja das stabilisieren. Und wenn der rechte Fuß stabilisiert, dann ist es ja nichts anderes, als dass ich in diese Richtung drücke. Und wenn ich in diese Richtung drücke, dann kann ich mich quasi nach links wegfallen lassen. Das ist der Auslöser zum nach links gehen. Und das entscheidet sich bereits hier in der ersten Phase. Wenn du das versäumst, bist du schon rechts, kommst nicht mehr weg. Das heißt, das solltest du unbedingt lernen, wie sich das anfühlt. Und da gebe ich dir jetzt eine Mega-Übung, die mir extrem gut gefällt und ich auch sehr tolle Erfolge habe. Und zwar, du stellst dich in eine Ansprechposition und gehst jetzt in den Durchschwung hinein. Das heißt, dass der Schläger fast parallel zum Boden auf dieser Seite ist. Und jetzt möchte ich, dass du wegschwingst, nicht super langsam, sondern sportlich und schwingst bis hierher, bis scharf parallel. Und hier stoppst du. Okay, und das mache ich jetzt nicht so super langsam wie jetzt, ja, sondern das mache ich etwas sportlicher.
Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, schön. Und jetzt merke ich auch, jetzt muss mein ganzer Körper das fast abfangen. Ich habe richtig starken Druck auf dem rechten Fuß und ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt jederzeit nach links abstoßen. Ich mache das nochmal. Bumm. Okay. Und diese Übung wird dir sehr, sehr helfen, diesen ersten Teil, diesen schnelleren Aufschwung, ist nicht schnell, aber etwas sportlicheren Aufschwung, gut zu meistern. Denn es ist nämlich so, das ist keine Sache von Spielklasse, das ist keine Sache von Alter, von Beweglichkeit, dass man das richtig macht. Viele Golfer glauben, ah, das traue ich mir gar nicht zu, so flott zu schwingen, weil ich einfach den Ball nicht treffen werde. Nein, es ist umgekehrt, wenn du dich damit beschäftigst, das gut machst, bin ich überzeugt, dass dein Schlag viel, viel besser wird. Bitte probier diese Übung und lass mich unten in den Kommentaren wissen, wie es dabei läuft. Jetzt kommen wir noch zur Bonussektion. Wenn dir dieses Video bis jetzt gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Like hinterlässt. Hier habe ich noch einmal 10 Meter für dich versteckt. Pass auf. Und zwar, wir haben noch gar nicht gesprochen, so wirklich über die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Du musst eins verstehen. Pro Meile pro Stunde Schlägerkopfgeschwindigkeit sagt man, dass man den Ball ca. 2-2,5 Meter länger schlagen kann vom Potenzial her. Das heißt, wenn ich 10 Meter gewinnen möchte, bräuchte ich theoretisch 4 Meilen pro Stunde. Ich sehe sehr, sehr häufig im Unterricht mit meinen Schülern, wenn ich da den Trackman, das Radiogerät stehen habe und die Geschwindigkeiten messe, dass ja, Schüler so eine normale Geschwindigkeit haben. Und dann sage ich da auf einmal zu ihnen plötzlich, bitte versuche mal so schnell zu schwingen, wie du kannst, ohne Kontrolle. Und da sieht man auf einmal, dass sie 6-7 Meilen pro Stunde schneller schwingen. Und das finde ich einfach immer unglaublich, dass diese extra Geschwindigkeit irgendwie brach da liegt und man diese nicht nützt. Jetzt haben eben viele Golfer das Problem, dass sie verunsichert sind, mit so einer hohen Geschwindigkeit zu schwingen. Aber dabei braucht es doch nur ein bisschen Training, dass man sich daran gewöhnt. Es hat nämlich schon Vorteile, wenn man schneller schwingt. Man ist dadurch befreiter, man ist athletischer, man macht normalerweise auch bessere Bewegungen. Und ich denke, das sollte man im Training immer wieder mal einbauen, dass man sich wohlfühlt, etwas sportlicher, agiler zu schwingen und sich ruhig mal traut. Und da habe ich jetzt für dich eine ganz, ganz tolle Übung, die ich ganz gerne aufgebe. Und zwar, du machst Folgendes. Du machst 3 Schwünge, 2 Probeschwünge und dann schlagst du tatsächlich einen echten Golfball. Beim ersten Schwung machst du es so, dass du dein normales Schwungtempo schwingst, ja? So wie du es auf der Runde machen würdest. Das mache ich jetzt einmal. So, das war mein normales Tempo. Und jetzt möchte ich ein bisschen schneller schwingen beim zweiten Probeschwung. Okay, das mache ich jetzt einmal. So, jetzt bin ich schon warm. Und jetzt mache ich das, was Martin Borgmeier, der Longdriver, ganz gerne sagt, dass man jetzt versucht, all out zu gehen. Das heißt, wirklich so fest drauf zu haben, wie es geht. Es ist komplett egal, wo der Ball hinfliegt. Es ist auch komplett egal, ob ich die Balance halte. Es geht nicht um Technik. Du kannst alle Technikfehler machen, welche der Welt machen jetzt theoretisch. Es geht nur darum, dass du so schnell schwingst, wie es geht, dass einfach dein Kopf einfach diese Barriere bricht. Okay, und das probiere ich jetzt einmal. Ohohoho. Okay, der war richtig gut getroffen. Ich habe da auch den Abdruck hier genau in der Mitte, so halb von der weißen Linie und halb Schlagfläche. Also er war richtig knackig getroffen. Habe mich sehr, sehr wohl gefühlt dabei. Und ich sage nicht, dass du immer auf der Runde so spielen sollst, aber versuch das ab und zu im Training, dass sich einfach dein Körper daran gewöhnt und du wirst merken, dass du dein allgemeines Niveau dadurch stark erheben kannst. Außerdem solltest du verstehen, dass es viele Wege gibt, zu mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu kommen. Und ein Weg ist es, die Handgelenke auf eine bestimmte Art und Weise einzusetzen. Ich habe ja letztens ein Video gemacht, das solltest du dir als nächstes anschauen, da sind auch noch ein paar Meter drin. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!